Lange ist es her, dass er bestohlen wurde. Verschwörungen Niedertracht waren die Waffen seiner Feinde. Niemand war groß genug, wie er, alle Elemente zu beherrschen. Und so fanden sich 6, sie ihm zu rauben. Ross und Späne wurde, der ihm das Eisen neidete. Als winselnde Flaute floh sie, die ihm die Luft missgönnte. Ins Dunkel verbannt, zu Asche zerstoben, der nach dem Feuer trachtete. Verwelkt, die nach dem Humus griff. Der kalte Jäger aber und die tiefe Tochter achteten ihrer nicht und stahlen, was nur ihm zustand. Doch nicht für ewig. Er schmiedet die Waffen seiner Vergeltung, schürt Weltenbrand, facht Sturmwind an, streut seinen Samen aus unter seinen Dienern. Eingefügtes Blatt in einer Abschrift der Porta Aeterica, Verfasser unbekannt, derzeit im Besitz von Balfamov und Punin. Später Abend. Das Bier fließt, die Matrosen und Soldatinnen haben die Fässer angestochen und die Stimmung im Hafen ist gemischt. Die blutige Hinrichtung des Kirga Moschkornen, der gegen Rafim rebellierte und nun als Kopf an seinem Gürtel baumelte, war notwendig. Die Handwerker sind unermüdlich im Reparieren des Schiffes im Trockendock. Die Moskitos surren mit ihren krankheitsbringenden Stacheln um euch herum und alle paar Minuten hört man das Fluchen, wenn wieder jemand gestochen wurde. Morgen früh geht es in den Sumpf. Der finstere Paul Berra erlaubte sich einen Scherz mit Abelmir und hat ihn eingeladen. Ihr habt angenommen. Und so beginnen wir. Nun, sehen wir einmal, was der Paul Berra anzubieten hat, Magister. Es könnte interessant werden. Vielleicht will er uns etwas zeigen. Ich bin ja nicht sicher. Ich weiß nicht, diesem Mann vertraue ich irgendwie nicht. Ich würde ihm auch nicht vertrauen, aber er ist ein sehr interessanter Mensch. Nun, interessant, wenn ihr es so nennen mögt, sicherlich. Darf ich fragen, über was ihr sprecht? Paul Berra, was hat er anzubieten? Magister Paul Berra machte mir ein Angebot, ihn in die Sümpfe zu begleiten. Anscheinend will er uns irgendwas zeigen. Nun, eigentlich hat er Abelmir eingeladen und ich habe in meiner überschwänglichen Art gesagt, dass ich Abelmir nicht alleine mit ihm lasse. Das heißt, wir sind jetzt alle gewissermaßen daran gebunden, Abelmir zu schützen. Nur es steht wir tun frei. Was? Ja. Es steht euch frei, mich zu begleiten, aber es wäre nicht verkehrt, Rückendeckung bei einem Menschen wie Paul Berra zu haben. Ja, Zulamin, du mittlerweile fertig mit dem, was hast du überhaupt gemacht? Ach, tut mir leid, dass ihr so lange auf mich und Jalan verzichten musstet. Ich habe ihn zur Rede gestellt, weil er uns nicht zurück nach Iras begleiten wollte. Ich dachte mir, dass da vielleicht doch noch etwas mehr dran sein könnte, als nur seine Abneigung gegen den Transversalis. Und naja, nachdem er aufgehört hatte zu schreien, haben wir dann beschlossen, unsere Götter zu ihrer Meinung zu der Sache zu fragen. Und? Nein. Nun, also, bisher haben wir keine Antwort erhalten. Ich denke, dass jetzt einfach nicht der Zeitpunkt ist dafür, aber naja, ihr kennt ja Jalan, er ist hartnäckig. Heißt, er ist eingeschnappt. Ja, ich bin nicht sicher, ob er Zwiesprache mit Prios hält oder ob er immer noch schmollt. Ich glaube Letzteres, aber naja. Er hält. Glaube ich auch. Ja, er hält daran fest, dass ja, wenn ihr wisst schon, was verschollen ist, dass das gut so ist und wir die ganze Sache ignorieren sollten. Aber ich sage ihm, wir sollten unsere Feinde nicht unterschätzen und dass es gefährlich ist, diese Sache zu ignorieren. Lasst mich raten, er wird auch nicht mit in den Sumpf kommen. Nein, wohl nicht. Aber nun ja, wir wussten ja bis gerade eben auch noch nichts von dem Sumpf. Aber ich würde ihn jetzt nicht stören wollen. Er ist, in sich versenkt. Die Mannschaft wird zumindest glücklich sein, dass man euch wieder hier auf dem Deck sieht. Kaum war das erste Fass schon leer, haben
mindestens 10 von denen nach Zulamin gerufen. Und was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Offensichtlich alte Bekanntschaften gepflegt? Blick zu Abelmir. Nun ja, ich traf, wie gesagt, Magister Polberra. Ich traf ihn schon einmal in Gareth. Unter weniger glücklichen Umständen. Nun, ich wollte in der Akademie eine alte Schuld einfordern, aber wie es aussieht, ist die Spektralität darüber, nun ja, divers. Wir sind uns in der Meinung uneinig. Nun hoffe ich, in Magister Polberra einen Fürsprecher für mein Begehren zu haben. Nun, aber ihr müsst sagen, Abelmir hat sich tatsächlich in sehr großer Selbstbeherrschung gegenüber dieser furchtbaren Frau geübt. Oh. Ja. Er war sehr diplomatisch. Es ist nicht klug, eine so versierte Dämonologin herauszufordern. Wenn, muss man sie gleich töten. Ich glaube. Und Polberra will euch helfen? Nun ja, im Gegenzug, dass wir ihn in den Sumpf begleiten. Nun, es schien ihn gewissermaßen zu amüsieren, was aus Abelmir geworden ist. Er hat es eine Art Spiel betrachtet. So, Kapitän Abenteuer, warum auch immer ihr hier draußen steht, keine Ahnung. Die Mücken sind unerträglich. Ihr zieht in den Sumpf, ja? Ja, ein paar Echsen töten hoffentlich. Ah, ja. Sehr gut, Boltax. Gut, wenn ihr euch dann mal wieder aufmacht, ich werde mich natürlich mit Angroschminia besprechen, aber wenn sie sagt, dass das Schiff soweit wieder repariert ist, dann bringe ich uns hier aus diesem Trockendock wieder raus. Nicht, dass ihr euch wundert, weil bei den Preisen, da ziehe ich es lieber vor, dass wir euch dann über ein kleines Beiboot wieder zurückholen. Natürlich. Da können wir ein bisschen Geld sparen. Das klingt sehr vernünftig. Gut. Und passt nur auf, dass wir keine Brabaker aufs Schiff bekommen. Den Gestank werden wir nie wieder los. Nee, keine Sorge. Ja, wie gesagt, ich würde euch ja begleiten, aber als Kaplan bleibe ich dann doch lieber auf dem Schiff und passe auf, dass hier das alles richtig ist. Na, könnt ihr ausnahmsweise auch mal Jalan machen, aber der als 1-0 kommt dann wieder nicht aus der Kirche raus, ja? Ja, einer muss ja die Stellung halten. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Ja, vielleicht kann ich sicherlich noch ein paar Krakenmolche oder sowas abwehren, falls sie hier ans Schiff kommen. Wir finden schon irgendwas. Ja. Vielen Dank, Hasswulf. Gerne. Gut, ich verziehe mich wieder nach drin. Die Mücken machen mich einfach nur verrückt. Ja, man gewöhnt sich an alles. Nee, an so eine Scheiße nicht. Oh, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Sag mal, Rafim. Ja? Wem gehört dieser Kopf? Oh, einer vom Stamm ist frech geworden. Oh. Doch, er wollte mich töten. Es war wirklich ganz niedlich. Nun, da hat er sich wohl verschätzt. Ja, ja. Ist das nicht dieser Korragon? Wie hieß der? Irgendwas in diese Richtung. Korgan? Ja. Aber Kurga heißen sie doch alle, oder? Nein, nein, also Kurga ist der Name des Stammes. Das hier ist ein... Ich kenne die Namen auch nicht alle. Nur weil ich Schochsul bin, heißt das ja noch nicht, dass ich jeden kennen muss. Ja, ich greife mal den Kopf von meiner Seite und drücke ihn. Diamant ist in der Hand. Hier. Erkennst du ihn? Nein, nein, ich kenne ihn nicht. Lass den bitte weg von mir. Sicher. Ja, die leblosen, bleichen Augen starren wohl irgendwie verdreht in den Schädel, ins Innere des Kopfes. Und er ist natürlich auch unglaublich bleich geworden, weil das Blut dann auch teilweise über den Tag dann an Deck getropft ist. Der Bart ist natürlich immer noch rot, aber kannst schon sehen, wie einige Stellen dann ausgefallen sind und er dich dann eben aus diesen trüben, tristen, bleichen Augen ansieht. Weißt du, Rafim, der fängt an zu stinken. Wie lange willst du ihn noch mit dir rumtragen? Naja, ich muss ihn ja beerdigen. Also irgendwann heute, denke ich. Nur den Kopf? Naja, du kannst den Rest ja beerdigen, wenn du willst, aber ich schlepp nicht die ganzen Typen hier hoch. Weißt du, wie schwer der ist? Also liegt der noch unten? Verdammt, werf den ins Hafenbecken, oder... Was sollen wir mit einer Leiche auf dem Schiff anfangen?
Nun, ich denke, einige von der Akademie hätten da so ihre Vorstellungen zu. Das wollen wir doch verhindern. Richtig. Naja, wir können nun ja vor allem wollen wir verhindern, dass auf dem Schiff Seuchen ausbrechen, weil wir hier Leichen herumliegen lassen. Ja, herumliegen ist jetzt ja ein hartes Wort. Also der Mann ist ja keine 10 Stunden tot. Glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass die unten mit seinem Leichnam irgendein Spiel spielen, den schon zerhackt haben oder was weiß ich. Gut, dass du den Kopf mitgenommen hast. Würden wir die unten schreien hören. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Braubach einen Bohrenanger gibt. Ja, das würde mir jetzt auch Sorgen machen. Sollten wir vielleicht den Kopf mit auf die Expedition nehmen und dort verbrennen? Nun, ich dachte, ihn hier zu verbrennen. In der Stadt. Auch gut. Ja, wir können ihn anzünden und dann werfen wir den einfach, was weiß ich, irgendeinen Laden oder irgendein auf ein anderes Schiff. Ist mir scheißegal, was mit den Leuten hier passiert. Diamantis. Was? Das ist ein Brabaker. Diamantis, hier könnten sich durchaus Händler aus Al-Anfa befinden und die sind ehrbare Leute. Aber jenseits von eurer Abneigung gegen Brabak, es ist nicht Boron-gefällig, es ist immer ein Teil eines Leichnams. Ich glaube, der Herr Boron findet es auch nicht gut, dass ihm der Kopf abgehackt wurde, aber... Nun, das ist für den Stamm jetzt nicht so tragisch. Abgetrennte Körperteile sind eine wichtige rituelle... Ist ja auch egal. Ich habe mich ein bisschen mit den Begräbnisriten des Stammes auseinandergesetzt. Oh, richtig. Ich reiße den Kopf von Diamantis weg und drücke ihn Boltax in Hand. Du kannst dich ja drum kümmern, der Jochsula. Ich hab's ganz vergessen. Nein, das habe ich so nicht gemacht. Oh ja, sehr gut. Immer bleibt alles an mir hängen. Abelmir, ich hab das Problem gelöst. Ja. Wahrer Kapitänsmanier, würde ich sagen. Es ist immer gut, ein Problem zu delegieren. Ja, oh, schön. Und schöne Sache jedenfalls, aber nun ja, das hat er sich wohl selbst zuzuschreiben. Wo wir gerade davon sprechen, kommt mal mit in die Kabine hier jetzt. Das müssten wir vielleicht wirklich mal im privaten Rahmen sprechen. Ja, die Mücken werden hier auch langsam zu viel. Ich verstehe nicht, wie man hier leben kann. Gut. Ja, Boltax, jetzt mach doch die Tür hinter dir zu. Oh. Weil du den Kopf schleifen musst, musst du doch nicht so langsam gehen. Ich überlege, ob ich einen Zauber benutze, um ihn einfach, in Feuer zu verwandeln. Oh, das kann man auch von drinnen überlegen, mit geschlossener Tür, Boltax. Also wirklich. Also, jetzt wo wir hier so unter uns sind, weiß nicht, wie lange das noch eine gute Idee ist mit den Kurger. Herren und Damen da unten. Was habt ihr mit ihnen vor? Ja, eigentlich nichts, aber wäre ich da jetzt heute gestorben, wäre das, glaube ich, nicht gut für uns ausgegangen. Sagen wir es so. Du hast keinen Kratzer, Rafim. Natürlich habe ich keinen Kratzer. Was ist das für eine Unterstellung? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt nicht hier bin, Boltax ist auch nicht hier. Das zum Beispiel im Dschungel sind. Könnte unangenehm werden, ja. Nur um jetzt ein völlig fremdes Beispiel zu nehmen, das nicht vorkommen wird. Und die werden aus irgendeinem Grund wütend. Schwierig. Nun, wir können sie nicht einfach aussetzen. Das ist euer Stamm, immerhin. Nein. Ich hatte mir nur überlegt, dass wenn wir in die nächste Kampfsituation geraten, dass wir sie in der ersten Reihe aufstellen, wie sie sich wünschen. Nun, das ist eure Entscheidung, aber sind sie denn fürs Erste, wieder auf Linie gebracht? Ja. Nun gut, dann müssen wir uns zumindest keine Sorgen machen, wenn wir jetzt von Bord gehen und Hasswulf und die Mannschaft mit ihnen allein lassen. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Ganze hat mich, er überrascht ist gelogen, aber wie Abelmir immer sagt, auf den Boden der Tatsachen, so sagt Abelmir, zurückgeholt, dass ja doch irgendwie... Ja, es war wohl nicht nur der eine, den wir mit nach Edas genommen haben. Ja, dass sie ein ganz schön wildes Völkchen sind. Ja, und sie haben natürlich auch wenig Betätigungsmöglichkeit, die ganze Zeit unter Deck. Ja...
Ich wollte nur mal alle gewarnt haben, nicht dass jemand mit auf die schlitzter Kehle aufwacht und mir dann die Schuld gibt. Naja, uns werden sie die Kehlen schon nicht aufschlitzen in der Nacht, das ist nicht ihre Art. Ja, ist auch wieder richtig. Wenn euch die Axt von vorne trifft, sagen wir es so. Ja, vielleicht würden sie euch auch langsam die Haut abziehen. Ja, ja, wenn sie euch sympathisch finden, dann machen sie das ja. Aber ich wollte nur mal warnen, weil dieses Ereignis mich doch etwas in meinem, naja, Vertrauen, möchte ich sagen, erschüttert hat. Vielleicht sollten wir ihnen Gelegenheit geben, sich ein wenig abzureagieren. Produktiv. Oh ja, sie könnten in den Sumpf gehen, Echsen jagen. Da sehen wir die ja nie wieder. Erst wenn wir auf dem Weg zu Boldaks Vulkaninsel irgendwie ein Piratenschiff überfallen oder sowas. Ja, es liegen genug Kämpfe vor uns, davon bin ich überzeugt, aber leider nicht unmittelbar. Ja, jetzt sind sie ja erstmal wieder ein bisschen eingeschüchtert. Na gut, dann haben wir ja ein wenig Zeit, um uns etwas zu überlegen. Ja, das ist kein Problem für jetzt, aber ich wollte es mal grundsätzlich erwähnt haben. Rafim, halt mal kurz. Und damit drücke ich dir den Kopf wieder in die Hand. Ja, ich nehme den Kopf und stelle den auf den Tisch. Ja, gar kein Problem, der steht gut neben Abelmiels Büchern. Ja. Ich schubse dich mal ein bisschen weiter weg, ich ziehe die Bücher weg, beziehungsweise. Sulamin fängt die Katze ein. Nottel, nein, du musst dir das nicht näher ansehen. Miau. Haben wir sonst noch irgendwas, Abelmir? Müssen wir noch irgendwas besorgen für eure Expedition? Nun, in den Sümpfen ist es sinnvoll, eine Igelpaste zu besorgen. Sie hält die Insekten fern. Ja, wer das braucht. Egelschreck, Ei. Das hat hier kann ein Zintianer schon für uns auf dem Weg nach Edas hergestellt. Es ist sinnvoll, dass wir ausreichend vorrätig sind. Wisst ihr denn, wie lange wir unterwegs sind? Nein, er sagte nichts dazu. Ja, perfekt. Und wie sehr vertrauen wir diesem Paul Bearer? Überhaupt nicht. Deshalb gehen wir ja mit. Also, kann es sein, dass wir dort zu sechst reingehen, aber nur zu fünft wiederkommen? Das wäre möglich. Naja, also, Diamantis, es kann gut sein, dass du dabei stirbst. Ich denke auch. Aber in dem Fall würde Paul Bearer dich wahrscheinlich nun als Skelett wieder auferstehen lassen. Ja, also würdest du schon wiederkommen. Tut mir den Gefallen und bevor er das tut, erschießt ihn. Ja. Nun, da steht noch ein Problem dazwischen. Er verfügt über einen hünenhaften Leibwächter namens Markello, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein Konstrukt, so wie es scheint. Also etwas Widernatürliches? Ja. Und gemeint haben auch ein Golem genannt. Oh, sind das nicht sehr mächtige Zauberdinger? Ja, wenn ihr das so ausdrücken wollt, ja. Ja, ich habe ja in unseren Stunden immer gut aufgepasst, Abelmir. Sehr gut. Wir haben so etwas noch nicht getroffen, meines Wissens nach, aber sie sind sehr gefährlich. Nicht besonders schnell, aber nun ja, ausdauernd. Denkt ihr denn, er nimmt euch mit in den Sumpf, um euch umzubringen, Abelmir? Nun, ich gehe nicht davon aus. Wenn er so etwas probieren sollte, warum sollte er es nicht hier tun? Nun, das denke ich auch. Paul Bearer ist zwar für seine Unberechenbarkeit berüchtigt, aber nun, ich denke, irgendetwas wird er wohl vorhaben. Ich denke, eskalieren wird die Situation vor allem dann, wenn er irgendetwas tut, was nun, wobei wir nicht zusehen können. Nun, ich vermute eher, er braucht uns für eine Lösung eines Problems, mit der er alleine nicht klarkommt. Das klingt jetzt zwar vielleicht gemein, aber Abelmir, was kannst du denn, was er nicht kann? Nun, so, hast du irgendeine Spezialität, wo wir jetzt sagen können, vielleicht will er dann genau das von dir? Nun, Abelmir riecht definitiv besser. Ich dachte mir an unsere Gruppe. Unsere Stärke liegt ja auch in unserer Gruppenzusammengehörigkeit. Ja, aber er hat ja dich eingeladen. Vielleicht
Kannst du vielleicht irgendeinen Zauber, den er braucht? Das weiß ich nicht, was er brauchen könnte. Ich kenne sein Problem noch nicht. Ich vermute, wenn überhaupt, wird er uns morgen die genaue Thematik schildern. Aber mir, welche Zauber beherrschst du denn alle? Vielleicht können wir so... Da müsste ich weit ausholen. Das können ja nicht mehr als 5 oder 6 sein, aber mir, die kannst du eben aufzählen. Ich verfüge schon ein gewisses Repertoire an Zaubern. Ja, gut, dann sind 7 oder 8. Nun, ich denke, er braucht uns für irgendwas als Gruppe. Und indem er mich einlädt, lädt er euch gewissermaßen ein. Oh, klug. Ihr solltet euer Licht nicht unter den Scheffel stellen, Abelmir. Er ist Nekromant. Ihr seid viel breiter aufgestellt als er. Das meint sie jetzt nicht von der Körperform. Davon hänge ich aus. Und ich denke, wir werden ihn morgen fragen müssen, was er von uns will und wohin er uns führt. Soll ich den Bären mitbringen? Ich bin mir nicht sicher, ob ein Bär in einem Sumpf gut aufgehoben ist. Nun, besser als in einer winzigen Kajüte, meint ihr nicht? Nun, im schlimmsten Fall versumpft er dort. Und im besten Fall frisst er den Nekromanten. Ja, und Mira hat auch erst 3-mal die Wand zu Diamantes Kajüte kaputt getreten. Das Problem ist, Mira müsste sich im Sumpf bewegen, in den Flussläufen. Wir können uns vermutlich nur mit so kleinen Bötchen die Schilfarme lang bewegen. Ja, das ist ein Problem. Mira in einem Boot oder im Sumpfwasserland, wenn überall Krokodile und Kaimane herumschwimmen? Ja, das würde ihr gefallen. Ja, ich denke, auf Dauer würde es nicht gut gehen. Ja, ich befürchte, dass ihr leider recht habt. Dann können wir immerhin Boltags Hund mitnehmen. Ah, ja. Immerhin. Auch schön. Ja. Wer hat eine sehr gute Nase? Wie hieß dieser Hund noch einmal? Schon. Wie? Groscho. Groscho? Mhm. Ein seltsamer Name. Wieso das? Naja, ist eine Verballhornung eures Gottes. Nein. Ich dachte, das wäre dieses Wort, das immer zwischen dem Vor- und dem Nachnamen kommt. Mhm. Also, gewissermaßen. Ja, also ich find's schön, Boltax ist ein schöner Name. Ja, es ist ein traditionell zwergischer Name. Ja. Nun ja, es ist euer Hund. Ja, ganz feiner. Ja, ein schönes Tier. Mhm. Mag ihn sehr gerne. Ich auch. Sehr clever. Ah ja, aber wir kommen vom Thema ab. Sollen wir noch irgendwas machen, Abelmir? Oder wollt ihr euch einfach morgen mit dem treffen und dann... Nun, vielleicht sollten wir überlegen, was wir noch für den Sumpf brauchen könnten. Also Egelschreck ist klar. Vielleicht. Naja, Wasser werden wir brauchen. Ja, ich denke, wir sollten uns ähnlich ausrüsten wie auf dem Weg nach Edas. Das ein oder andere Antidot sollten wir auch einpacken. Ja, und wenn ihr nicht gut mit eurer Rüstung klarkommt, solltet ihr auch nicht zu schwer gerüstet sein. Ich denke, wir werden da ein bisschen schwimmen müssen. Mhm. Und klettern und sowas. Ja, vielleicht sollten wir die Rüstung wirklich hier lassen. Naja, so weit würde ich schon nicht gehen. Aber geht da nicht schwer gerüstet raus, da hat Boltax schon nicht Unrecht. Überlege gerade, wann waren wir das letzte Mal in einem Sumpfgebiet? Auf dem Rückweg von Edas, ja. Und davor, als wir in Schwarztobrien waren. Oh, erinnert ihr euch an diese Schuhe? Oh ja. Vielleicht wäre so etwas sinnvoll. Bin mir nicht sicher, ob es sowas gibt. Naja, ich kann versuchen, welche zu basteln, aber ich will nichts versprechen. Um was für Schuhe geht es denn? Wie helfen die uns? Naja, das ist im Prinzip so eine Art Holzbrett, das du dir unter den Fuß machst. Damit man nicht am leichten Boden versinkt, oder warum? Ja. Beispiel, du hast damit mehr Auflagefläche und dein Gewicht verteilt sich besser. Ja, also dein Fuß geht da nicht in den Schlamm. Ja, wie auf einer Schneefläche im Hochgebirge. Nur ein paar Holzreste, ein paar Lederbänder
Und wir können uns was an die Schuhe machen. Ja, also das sah bei denen halt schon irgendwie anders aus, aber ich glaube, das ist so, wie es eigentlich irgendwie, ja, es wird schon gehen. Vielleicht finden wir beim Krämer so etwas. Und wenn nicht, vielleicht einen Korbmacher, der uns so etwas anfertigen könnte. Denn es war ja nicht wirklich ein Brett, es war leichter. Und so ein Geflecht dazwischen. Es war gar nicht so einfach, damit zu laufen, muss ich sagen, aber ich verstehe den Gedanken. Ansonsten gibt es noch etwas Wichtiges? Wir sollten uns vor Schlangen und sonstigen Getier hüten. Oh ja, das ist richtig. Alles Exische muss getötet werden. Nun ja, das sagte ich zwar nicht, aber... Aber ihr habt es so gemeint. Nein. Ich sagte, ihr sollt euch vor Schlangen hüten. Sie sind normalerweise giftig in diesen Gefilden. Ich werde hohe Stiefel anziehen. Ja, ich werde Stahlschuhe anziehen. Ein sehr guter Vorschlag. Also ich werde barfuß gehen. Auch eine gute Idee. Sofern keiner von euch Einwände hat, nehme ich Tekala mit. Er fühlt sich hier auf dem Schiff noch nicht so ganz so wohl. Obwohl ich ihm das immer wieder sage, verlässt er meine Kajüte kaum. Ja, ist doch dein Sklave. Musst du doch wissen, was du mit dem machst. Nun, aber wir gehen alle und eine zusätzliche Person bedeutet auch zusätzliches Risiko. Naja, du musst dich um den kümmern. Ich weiß nicht, ob es so klug wäre, ihn mitzunehmen. Er ist doch auch magisch begabt. Und ich weiß nicht unbedingt, ob es so gut wäre, wenn Polbera darauf aufmerksam wird. Wir wollen ihm keinen schlechten Einfluss aussetzen. Da hast du natürlich auch recht. Vielleicht rede ich nochmal mit Haswolf, der... soll sich ein bisschen mit den Jungen unterhalten und ihn weiterhin unter seine Fittiche nehmen. Ja, aber spricht Haswolf überhaupt seine Sprache? Er kann mittlerweile auch ein, zwei Worte, Tekala. Obwohl es wohl schwierig wird, sich so zu unterhalten. Ja, frag doch einen von den Alanfahnern. Er soll sich an Kapok halten. Der ist zwar, nun ja, ein ganz eigener Charakter, aber er spricht auf jeden Fall seine Sprache. Wenn Jalan auf dem Schiff bleibt, kann er sich doch um ihn kümmern. Ich weiß nicht. Jalan und Kinder? Ich habe Kapok schon angesprochen, aber der versteht kein Wort Mohisch. Was spricht er dann? Weiß ich nicht, zumindest kein Mohisch. Sein Brabaki ist ziemlich gut. Vielleicht ist er auch damit aufgewachsen. Nun, dann habe ich vielleicht vorschnell geurteilt von seinem Aussehen. Er kann ja durchaus nur von Mohas abstammen und ihre Sprache gar nicht erlernt haben. Genau, man sollte nie vom Aussehen her auf den Charakter urteilen. Außer bei Echsen. Die sind alle böse. Ja, Kapok ist eher ein Utulu als ein Moha. Kommen noch weiter aus den Süden und die sind noch schwärzer. Bäume, die sind auch... Vielleicht kann man auch Aussehen auf den Charakter urteilen. Ah, Kölme. Nein. Ja. Auf jeden Fall wollte Tekala hier lassen. Ja, in dem Fall lasse ich ihn hier. Ich will ihn nicht unnötiger Gefahr aussetzen.